Was? Herr Busfahrer, zu Ihrer Information, ich wollte hier vorne eigentlich aussteigen. Warum haben Sie nicht gehalten? Ja, ist schön, aber da musst du drücken. Wo muss ich hier drücken? Hier ist nichts zum Drücken. Die Tür kann ich ja schlecht aufdrücken. Steht zwar bei manchen Dingern dran, aber hier leider nicht. Ich muss mich auf den Straßenverkehr konzentrieren, da kann ich doch keine Rücksicht aufnehmen, ob du da stehst und signalisierst, dass du bereitwillig aussteigen möchtest, mein Freund. Immer klappt das, nur bei Ihnen heute nicht. Ja, wie soll ich denn das immer sehen? Kann ich nicht hingehen, nur geht nicht. Was denkst du, warum gibst du so rote Knöpfe hier im Bus? Ach so, ja, diese Stopptaste hier, ach, dafür ist der Stopp. Also ich dachte auch immer, dass das Selbstzerstörungsmechanismus ist. Hast du Angst davor? Oder kannst du die Farbe Rot nicht leiden oder so? Ich weiß es ja nicht. Es gibt ja Menschen, die haben da so eine panische Angst vor Rot, so wie meine Frau. Stopp! Ja! Es nützt uns nichts, wenn ihr einfach dort steht, ja, weil im Bus darf man ja auch stehen, ja. Wir können ja nicht riechen, ob ihr dann aussteigt oder nicht aussteigt. Es wurde tatsächlich auf einen Facebook-Kommentar der Kommentar geschrieben. Ich drücke nicht, ich bleibe immer stehen, weil ein Busfahrer sieht ja mich im Spiegel, dass ich aussteigen möchte. Ich würde mich da nicht immer hundertprozentig drauf verlassen. Ja, natürlich sehen wir so ein Stück weit die Beobachtung der Fahrgastbewegung im Fahrgastinnenraum. Das können wir natürlich sehen. Wir können auch abwägen, okay, da bewegt sich was. Ich denke, der möchte in der nächsten Haltestelle aussteigen. Halte ich mal vorsichtshalber an. Aber es gibt Busfahrer und Busfahrerinnen, die machen das nicht. Die fahren einfach weiter. Ja, weil kann ja sein, dass der zufällig auch schon den Platz wechseln möchte oder das einfach nicht mehr sitzen kann und sich deswegen hinstellt. Das können wir ja nicht wissen. Deswegen ist es immer ratsam zu drücken. Ja, es ist wirklich immer ratsam zu drücken. Und man sollte sich nicht auf hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit darauf verlassen, ich stehe jetzt, der Busfahrer wird sowieso an der nächsten Haltestelle ansteigen. Meine Frage, habt ihr vielleicht auch schon mal das Drücken vergessen? Ja, das kann ja auch mal passieren. Ja, dass man einfach dachte, man hat gedrückt und in Wirklichkeit hat man nicht gedrückt und dann brüllt man davon, hey, ich wollte ja aussteigen. Und dann wissen wir ja, ich habe schon zigtausend andere Videos über das Drücken in einem Linienbus produziert und dann wissen wir ja, hier vorne ist nichts zu sehen. Nein, wurde nicht gedrückt und ihr behauptet aber, ihr hättet gedrückt, obwohl ihr nicht richtig gedrückt habt. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, ja, wie man richtig drückt und was der Grund sein kann, dass vielleicht das nicht ausgelöst hat und da habe ich ja ganz viele Videos gemacht. Aber ich wollte mich jetzt eigentlich nur mal so ein bisschen speziell auf das Ausruhen mancher Fahrgäste beziehen, indem sie sich einfach hinstellen und sagen, schau mal, ich stehe jetzt, also der Busfahrer muss mich jetzt sehen, dass ich ja die nächste Haltestelle aussteigen will. Das funktioniert natürlich nicht so einfach. Da würde ich mich nicht immer drauf verlassen. Geht ihr auch so vor oder seid ihr wirklich jemand, der immer wieder drückt? Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, diskutiert mit mir, kommentiert, argumentiert, lasst mir ein Like da, abonniert gerne diesen Kanal und dann sage ich in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Video, euer Herr Busfahrer. Ja, man muss davor keine Angst haben vor dem Stoppknopf, der tut nicht weh, der beißt nicht zurück oder sowas in der Art, also da kann man ruhig anfassen. Okay, ja, dann drücke ich mal Stopp.